zu dir selbst. Sag guten Morgen zu deiner Seele. Guten Morgen, meine liebe Seele. Guten Morgen, mein liebes Herz. Guten Morgen, mein liebes Ich. Guten Morgen, meine spirituellen Mütter. Guten Morgen, meine spirituellen Väter. Und guten Morgen, alle meine Ahnen, meine Vorfahren. In diesem Leben, in alle Zeiten, wo ich jemals war. Guten Morgen, meine Nachfahren. Guten Morgen, alle meine Seelenfamilie. Guten Morgen, alle meine Seelengeschwister. Auf der Erde, in andere Sternen und Planeten, Konstellationen, wo auch immer sie sich befinden. Guten Morgen. Ich habe euch ganz, ganz, ganz viel lieb. Und ich sage auch guten Morgen zu jedem Schatz, zu jedem Lichtfunken in mir selbst. Guten Morgen, meine Lichtschätze. Guten Morgen, alles, was ich in mir trage. Guten Morgen, die gesamte Menschheit. Guten Morgen, die gesamte Mutter Natur. Guten Morgen, alle Tierwelt, alle Arten der Tiere. Im Wasser, im Fliegen, im Gehen, im Kriechen. Insektenwelt, alles. Ich weiß, dass ihr euren Dienst tut auf Erden. Genauso wie die Menschen. Guten Morgen, ihr alle. Und guten Morgen, liebe Mutter Erde. Guten Morgen mit alles, was du trägst. Das Wasser, die Berge, die Mineralien, Kräuter, Spurelemente, alle Vitamine, die du trägst. Guten Morgen euch alle, die Luft, die wir atmen. Guten Morgen oder guten Tag. Guten Morgen auch. Ihr gesamtes naturreiche Feldern, alle Wälder mit allen Bäumen. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, alle Engel und Erzengel. Alle himmlischen Naturwesen, Feen, Devas, Nixen, alle höhere Wesen des Lichts und der Liebe, des Himmels, des Tages, auch himmlische Tiere, Krafttiere,
von jedem von uns. Sag mein Kraft dir, danke. Und jetzt bitten wir gemeinsam heute um ein Thema, dass wir tiefer in dieses ein Thema reingehen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Sagst den ganzen allen Seelen, die du jetzt gerufen hast mit mir. Es ist Zeit, dass ich dieses eine Thema in meinem Leben verarbeite. Es kann Enttäuschung sein. Es können viele Gedanken sein, die dich immer runterkriegen. Emotionen, Unruhe, was auch immer es ist, sag ich, hol mir jetzt dieses Thema ein und möchte es heute, wie viel ich kann, verarbeiten. In meine höchste Bewusstsein, im Hier und Jetzt, die ich bin. Es kann auch ein Schmerz in dir, körperliche Schmerzen, Unruhe, Schlafstörung, alles, was auch immer das ist, nimm es ein. Und nimm dieses Thema in eine Kugel hineingepackt, vor dir. In diese goldenen Kugel schreibst du jetzt dieses Thema und sagst, okay, mein Thema wird hier gelassen. Und ich werde sie heute verarbeiten, indem ich loslasse. Tiefer und tiefer, was auch immer mit diesem Thema in Verbindung steht, zwischen mir und anderen Menschen, zwischen meinen Ahnen und anderen Menschen. Und ein schönes Krafttier, ein wunderschönes Krafttier, kommt zu dir. Bei einem könnte ein Bär sein, bei einem könnte ein Wolf, ein riesiger Vogel, ein Adler, eine Taube, aber riesig, ein Drache, ein Phönix. Eine schöne, alte, weise Schildkröte. Ein Pferd oder ein Pegasus. Ein Unicorn sehe ich sogar bei einem. Und dieses Krafttier sagt, komm. Danke, dass du bei mir bist. Und dein Krafttier sagt, komm. Steig rauf, weil gemeinsam werden wir in andere Welten fliegen, zurück in jene Zeit zu gehen, wo du den Anfang hattest von diesem Thema. Und bei manchen sehe ich, dein Tier schwebt mit dir gemeinsam langsam rauf. Und eins, zwei, drei. Und ihr geht durch ein Portal zurück in die Zeit. Und so wie ein Tunnel aus reinem Licht gehst du zurück, zurück, zuerst in deinen Mutterbauch. Schon in diesem Leben
um von dort zu sehen, was hat dich vielleicht verletzt, unbewusst, Unsicherheit gegeben oder Angst, Traurigkeit, Sorge bezogen und verbunden mit deinem Thema. Und gemeinsam schenken wir in deinen Mutterbauch, in dieses Womb, in dieses reinen Plazenta, die dich umhüllt, so wie ein Ei, so wie eine Sphäre in den Bauch deiner Mama. Schicken wir die größte Liebe und das größte Licht. Größtes Licht, da Quang größtes Licht, da Quang größtes Licht. Da Quang Minh, größtes Licht. Und alle Themen, die du vielleicht in die Schwangerschaft hattest, wenn du dich eng gefühlt hast im Mutterbauch von der Mama, wenn du dich nicht wohl gefühlt hast, was auch immer du für Dinge gehört hast zwischen dir und den Eltern, Geschwistern, Menschen, die deine Mama umgegeben haben, deren Gedanken, deren Wörter, die du verstanden hast und vielleicht für dich mitgenommen hast. Jetzt sagst du, ich lasse sie los. Es ist Zeit, dass ich sie loslasse. Da Guang Ming, Da Guang Ming, Da Guang Ming. Und du chantest mit mir, je schneller du kannst. Da Guang Ming, 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 Licht, 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 Licht in den Mutterbauch. Licht, 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 loslassen, 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 loslassen. Ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los. Da Guang Ming, Da Guang Ming, Da Guang Ming. Und visualisiere dich selbst in dem Mutterbauch wie eine Sonne. Du bist wie ein Stern, die leuchtet in dem Mutterbauch und schenkst deiner Mama das größte Licht, dass sie auch sie sich nicht so viele Sorgen macht. Und du sagst zu dir selbst, ich übernehme von niemandem die Sorgen. Ich übernehme von niemandem die Emotionen und deren Themen. Ich lasse los, was ich jemals übernommen habe von anderen Menschen. Sei im Mutterbauch. Bei meiner Mutter, bei meinen Familienmitgliedern, Freunden, Mitmenschen. Ich lasse los und ich bin nicht verantwortlich dafür. Ich kann nur Liebe und Licht sein im Hier und Jetzt. Da Guang Ming, Da Guang Ming, Da Guang Ming, Da Guang Ming.
Und jetzt dein himmlisches Tier, gemeinsam mit deinem Schutzengel, der jetzt zu dir kommt, nehmen sie dich und bringen sie dir schon wieder in ganz eine andere Zeit, in einen anderen Jahrhundert, vielleicht Hunderte, sogar Tausende von Jahren vor dieser. Und dort bringen sie dich, wo du dieses Thema sehr stark hattest, oder durch deinen Ahnen. Und genau dann, dort, erhältst du diese Liebe, dieses Verständnis. Und du wiederholst gemeinsam mit mir, mit deinen eigenen Wörtern. Geliebte alle Seelen. Geliebte alle. Die gesamte Menschheit. Tiere, Natur, Erde, Himmel, Heilige, himmlische Wesen, die von mir jemals verletzt wurden, mit diesem Thema in Verbindung. Ich bitte zutiefst um Vergebung für alles, für jedes Leid und Schmerz, für jedes ähnliches Geschehen oder Gefühl, die ihr hattet, so wie ich in diesem Leben. Und bitte euch um eure Unterstützung, um euren Mitgefühl gegenüber mir, gegenüber meinen Ahnen, damit wir die Seelenreise, unsere Seelenaufgaben erfüllen und weitergehen können. In reinster Freude, in reinster Liebe des Herzens zu allen. Ich habe es verstanden, dass mein Thema kein leichtes Thema vielleicht ist. Aber ich werde es verarbeiten mit euch und gemeinsam mit eurer Vergebung und Unterstützung. Und ich vergebe auch jedem, der diesem Thema zu mir etwas verursacht hat, mir Schmerz und Leid und Verletzung verursacht hat, in meinem Herzen, in meine Seele und gespeichert wurde in mir, in meinem spirituellen Körper, emotionalen Körper, mentalen Körper und physischen Körper, in meinen DNA, sogar RNA und Blueprint, den blauen Print in mir. Ich weiß, dass dieses Thema ist der Schlüssel, damit ich weiterkomme, damit ich loslasse von menschlich sein, sondern in dem Mitgefühl und der Liebe und das Licht, die ich jemals hatte, zurückkehre. Und wenn ich loslasse, kann ich anderen Menschen damit helfen, damit sie auch loslassen wie ich. Ich bin hier,
um andere Menschen zu unterstützen, zu helfen, wie viel ich kann. In meine Reinheit, in mein Licht, die ich in mir trage. Und ich bitte meine Ahnen vom ganzen Herzen, meinen Nachfahren, Kindern, Enkelkindern, die ich jemals hatte, dass sie auch um Vergebung bitten, dass sie auch mit mir vergeben für alles, was es war mit diesem Thema. Und mögen wir gemeinsam den goldenen Weg zurück zur Quelle, zu Tao, zum Himmel, zu uns selbst, zu unserem höchsten Ich, zu unserem wahren Ich zurückfinden und zurückkehren. Da kommi, da kommi. Da Guan Ming, Da Guan Ming. Und ich bitte jetzt alle Ahnen, Nachfahren und ich, alle gemeinsam mit diesem Licht in dieser Zeit, in der Epoche, in der Jahrhundert, wo wir gerade jetzt sind, wo dieses Thema so stark war und so vielleicht sogar entstanden ist, dort hinzugehen, hinzuschauen, tief vergeben und um Vergebung bitten und loslassen gemeinsam. I love myself, I forgive myself. I love you, I forgive you. Please forgive me, please forgive my ancestors. Love is harmony. Love is harmony. Ich liebe mich, ich vergebe mir selbst. Ich liebe euch, ich vergebe euch. Bitte vergibt mir, bitte vergibt meinen Ahnen. Liebe, Frieden und Harmonie. Jena Joahi, Jana Nana Jo. Jumana Jahi, Ja Jo. Joahi, Ja Jo. Joahi, Ja Nai. Jena Joahi, Jaja Jo. Jana Jiahi, Jaja Jiahi Jo. Joana Jahi, Jaja Jiahi Jo. Joana Jahi, Jaja Jiahi Jo. Liebe ist in uns, Liebe ist in uns, Liebe ist in uns. Und wir verbinden uns mit dem Portal der Kalligraphie und der gesamten Licht und Liebe, der Da'ai, der größte Liebe Kalligraphie. Shanghai, 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 Shanghai. Und jetzt der Schutzengel
gemeinsam mit deinem himmlischen Tier, kehr zurück zu einer Zeit, wo dort die Wurzeln, vielleicht die kleinsten Anfänge dieses Thema waren. Sei es Mangel an Selbstliebe, Kommunikation, dass du das aussagen, aussprechen solltest, das, was du in dir gehalten hast, schon dort in den Anfängen zurückzukehren. Shanghai, Shanghai, und du sendest die größte Liebe an diesen einen anderen Leben. Shanghai, 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 wo die Wurzelursache war. Shanghai, Shanghai. Shanghai, Shanghai, die kleinsten Anfänge verschwinden. Shanghai, 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 Shanghai. Und dort wird alles liebevoll zu deinem Herzen, zu deiner Seele neutralisiert, zu deinem Geist, Mentalkörper, was auch immer für Gedanken du jemals erhalten hast, seit das entstanden ist, seit jemand vielleicht dir etwas gesagt hat. Es kann nur ein Satz, nur ein Wort sein, die dich verletzt hat und dass es immer größer geworden ist mit jedem Leben, mit jeder Zeit. Und von dort an sagst, ich lasse los. Ich lasse los, was auch immer ich gehört habe. Jede Enttäuschung, jede Verletzung. Verlassen sein, im Stich gelassen zu sein, belogen, betrogen, vielleicht auch verletzt physisch, emotional, körperlich, irgendwas, was so immer geschehen ist. Ich vergebe. Ich vergebe, weil es da war, um mir zu zeigen, was Menschlichkeit ist, wie schnell kann es gehen. Und wie viel Mitgefühl und Vergebung ich entwickeln sollte, damit ich langsam aufsteige, erleuchte das, was in mir trage. Mein Herz und meine Seele und meinen Geist und mein Ich in die wahre Erleuchtung zurückkehrt. Und nur durchs Erproben, Erleben, kann man Mitgefühl entwickeln und reine Vergebung schaffen. Und jetzt öffnen wir das Portal der Vergebung, wo wir Frieden, den inneren Frieden, den größten Frieden in uns erhalten. Pingan, Pingan, Pingan. Pingan, 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 Pingan. Frieden ist in mir. Frieden ist in dir. Frieden, Frieden, feiert, feiert in unserem Herzen. Dein Herz erhält Frieden. Deine Seele lässt los. Dein Geist lässt los. Dein Herz leuchtet und leuchtet.
Fort wie ein schöner Stern in dir. Und jetzt kehren wir zurück. Dein Engel und dein himmlisches Tier bringen dich zu dem nächsten Portal der Harmonie. Aber sie bringen dich in eine andere Zeit und Ära. Sogar Tausende, Tausende vor diese, wo du diese Kraft hattest, das Gegenteil, wo du so stark warst, dass jedes Gefühl von außen dir nichts ausgemacht hat. Dein Herz war unerschütterlich, dein Herz war ruhig, ohne Angst. Ohne jegliche Emotion. Und du kehrst genau dort zurück, wo deine Kräfte, dein Sein, eins war mehr mit dir. Dein wahres Du, eins war mit dir. Da und du holst dieses Licht der Harmonie und diese Kraft, die du hattest, zurück zu dir. Und dein Thema verschwindet. Neutralisiert sich. Leuchtet. Und diese Liebe, diese Vergebung, diese Harmonie, dieses Licht, dieses alles, was du jetzt erhältst, diese ganze Kraft, kehrt langsam zurück zu dir. Stärk dein Herz, stärk dein Thema. Und diese Sphäre, wo dein Thema war, fängt zu leuchten, wie eine goldene Sphäre. Und du kannst, wenn du willst, gemeinsam mit mir in den Seelengesang zu gehen. Und du holst diese Kraft in deinen intuitiven Gesang. Lass es raus. Das, was noch immer raus von dir kommt. Und zuerst verbindest du deinen Energiekreislaufkanal, deinen Zentralkanal eins werden lassen mit den ganzen Schwingungen. Hey hum hum ah she wong yo, 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 hey hum hum ah she wong yo,
Sing, was auch immer rauskommt von dir. Hey, die Freude kehrt zurück zu dir. Hey Anna, yo, hey Anna, yo, ah, ja, 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 hey, ja, yo, lass los, hey, ja, no, ja, na, hey, ja, hey, ja, hey, ja, 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 sagst du dir, ich lasse los. Hey Anna, yo, hey Anna, ja, 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 hey, ja, ja, yo, ich lasse los. Hey Anna, yo. Hey Anna, ja, 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 hey, ja, jo. Ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los, achtmal, ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los. Ich lasse los. Alles, was in meiner Vergangenheit ist. Und im Hier und Jetzt erschaffen wir unsere Zukunft. Und bitten wir unser Ahnen und Nachfahren, hört auf uns, hört auf die Wörter, auf die Vergebung, hört das Licht auch in euch, wiederholt nicht mehr die gleichen Fehler, wiederholt nicht mehr die ähnlichen Themen oder die gleichen Themen sogar. Lasst los, so wie ich auch mit euch loslasse. Lasst los, meine Liebsten. Gemeinsam sind wir stärker und können durch diese Welt ganz liebevoll weitergehen. Und jetzt, dein himmlisches Tier, dein Schutzengel, bringen dich durch das Portal des Hierseins zurück durch den Tunnel. Ein weißer Tunnel, die dich bringt genau in dein Zimmer, wo du gerade sitzt oder liegst. Und langsam spürst dein Körper, spür dein Brust, dein Herz,
deine Beine, deine Schultern, dein Kopf. Kehrst zurück, zurück zu dir. Und sammelst diese ganze Kraft mit deinen Händen. Liebevoll in den Unterbauch bringen, diese ganze Energie. Dreimal. Und erlaub deine Hände in den Unterbauch Platz zu nehmen. Hau, hau, hau. Wir beenden in vollkommener Dankbarkeit gegenüber den Lichtkalligraphien, Liebe, Frieden, Harmonie. Gegenüber den Portalen, gegenüber deinen Kraftschutztier, Schutzengeln, spirituellen Müttern und Vätern, Himmel und Erde, deine eigene Seele und Shin Chi Jin, Seele, Herz, Geist und Körper, dein eigenes Sein. Danke für alles, für jede Unterstützung. Danken wir auch unsere armen Nachfahren, Vorfahren, alles und jeden, der uns unterstützt hat, alle himmlischen Wesen, höhere Wesen des Lichts und der Liebe. Gong Song, Gong Song, Gong Song, wiederkehrt zurück zu euren Dimensionen. Danke. Und wir beenden es und langsam kehrst du zurück und machst die Augen auf.